will mich nicht selbst treffen. Speichern. Wieder nur eine. Ah, das zweite. Oh Mann. Ey, ich brauche Energie wieder. Unglaublich, wie viel Energie ich hier schon verbraucht habe. Gut, hole ich mir eine neue Energie. Ich habe noch 8 Punkte, das reicht. Ich habe noch 8. Wo ist der nächste? Wer hat denn die Schild nochmal? Haha. Wie sie mal rausgeschossen kommen. Zack. Er ist einfach schneller als mein Laser. wie sie ihre Rundgänge fliegen. Wieso bin ich noch nicht tot? Ich hinterfrage nichts. Was ich mich allerdings frage, wo ist meine Unsichtbarkeit? Da sind Gefangenen, ja, aber ist da auch ein roter Schlüssel? Ich zweifle es gerade ein bisschen. Ich bin noch cloaked, deswegen... Natürlich kann er sich nochmal um die eigene Achse drehen und mich kaputt schießen. Astrein! Sind so viele noch, so viele. Zurück, zurück, zurück. Ich habe hier noch 2 Energie. Ja komm, es wird nichts mehr. Ich muss mich aufladen. Immerhin habe ich ja Aufladestation gefunden, also perfekt. War das hier? War das hier, ohne auf die Karte zu gucken? Ja. Das ist mal eine Neuheit. Am besten, ich gucke nie wieder auf die Karte. Dann dauert das Spiel aber doppelt so lange. 2 Shield hatten wir lange nicht mehr. Ob das reicht? Mal sehen. Erinnern wir uns schön an die Zeiten, wo ich noch 2 Nullen an der 2 hatte. Kann ich nicht tragen, so ein Jammer. So. Und speichern. Sind sie vorgekommen oder sind sie noch hinten? Scheinbar sind sie kampfesmüde. Aber den Friedensvertrag wollen sie trotzdem nicht aushandeln. Sie wollen überhaupt nichts. Stillstand wollen sie. Sowohl in der Wirtschaft als auch im Krieg. Kann nicht wahr sein. Was für Verbrecher. Wo? Ah, ich spiel schon wieder zu lange. So. Cloaking. Mal wieder, was mir überhaupt nichts bringt. Oh, da ist noch einer. Speichern. Shield. Oh, da ist ein Unsichtbarer. Hat der noch ein Cloaking für mich? Nö. Der ist dazu stolz für. Der auch. Und der? Irgendwie seltsam, dass sie so unaggressiv sind. Ach, weil ich cloaked bin, deswegen. Irgendwo gab es hier einen roten. Einen roten Widerling. Ach ja. Das Level. Vielleicht das letzte lange. Oh, da ist ein niedlicher. Komm, Putt, ich sehe dich doch nicht. Aber das bist du trotzdem gewesen. Wo war denn der Hulk? Oh, das ist er wohl. Der ist dann hervorgekommen und dem schicke ich jetzt eine Mega rein. Mega. Megane. Die hat natürlich voll eine Strift. Mega ausgewählt. Kurz mal in Sicherheit speichern und dann voll rein.
Denn hier irgendwo war noch eine Mega, wahrscheinlich finde ich die wieder nicht. Ich wollte es mir merken, aber ich habe es wieder vergessen, ist doch klar. Oh, noch einer. Ihr wollt mich schon verarschen. Ja, ich habe noch eine Mega für dich. Ich hab genug für alle. So. Wieso lebst du noch? Er lebt noch. Erschrecken. Tu mich doch nicht so. Was haben wir hier? Oh, ich hätte Homix verwenden können. Aber das wäre ja zu einfach. Eine Mega ist viel schwieriger. Oh. Witzig, wie er an mir dran war und mir trotzdem nichts abgezogen hat. Gut, dann scheint der Gang hier ja sauber zu sein. Zumindest der Anfangsgang. Die Frage ist, wann die nächsten Wellen ausgelöst werden. Und ich bin schon wieder verwirrt. Gut, der hat mich wieder entwirrt. Ah ja, gut, jetzt habe ich wieder Orientierung. Orientierung im Westen. So, wo ist er? Wo ist der Saftschuft? Der Saftschuft. Da ist einer. Haben sich bis nach hinten verkrochen, so viel Platz haben sie sich hier geklaut. Zack, zum Glück macht der Laser mir nichts, wenn ich ihn gegen die Wand schieße, während ich nebendran bin. Oh. Was soll ich mit dem ganzen Glockenscheiß? Denken die, ich will hier mich nicht kämpfen oder was? Ich sollte mich einfach hier durchstehlen. Bin doch keine feige Sau. Manchmal schon, aber heute nicht. So. Ja, ja, ja. Oh! Der kommt nicht mehr zum Schießen. Und dann können wir hier runter zu den Gefangenen. Es geht noch weiter runter. Wir wollen ja schön vorsichtig sein. Das zieht sich. Ich habe 101 Leben übrigens. Stört mich nicht. Stört mich überhaupt nicht. Aber dich stört das, denn du lebst gar nicht mehr. Ich sehe nichts. Mensch. Ist hier noch irgendwas? Ist das einer? Tatsache, das war einer. Hätte auch ein Wandstück sein können, so eine Texturfeder. Oh, da ist noch was. Was Witziges. Da war was. So, Gefangene befreien. Jetzt, bitte. Hat mich ja gar nicht getroffen. Ah ja. Das war, glaube ich, da, wo ich vorhin runter konnte, oder? Schnuppe. Nur einer, oder was? Das wär's. Immerhin. Drei. Vier. Drei. Sogar direkt von Robotern beschützt. Die Arm. Das wäre aber nicht gerade mein Lieblingswohnzimmer. Oh, Kacke. Warum will ich denn jetzt so übertreiben plötzlich? Ach da. Na gut, der will zuerst. Er hat die Hand gehoben, also kommt er auch zuerst dran, wie in der Schule. Wir wollen ja fair bleiben. In diesem unfairen Spiel. Wer dachte immer so, Kater Carlo. Allgemeinwissen und so. Was haben wir hier noch? Ist das ein großer Gang hier unten? Ah ja. Du armer Kampf, nicht mal zum Schießen. Nee, das ist kein großer Gang, das ist einfach nur ein useless Gang. Autsch. Das ist gar nichts mehr, ne? Nur alles voller Blut. Brr.
blutrünstige Roboter. Hier, hier, hier. So lacht Mickey Mouse. Nee, nicht wirklich. Not really. Hätte ich mir auch sparen können, hier ist ja gar nichts Besonderes. Hätte ich aber mit rechnen können. Gut, raus hier. Hier ist nirgendwo ein roter Schlüssel angezeigt, aber vielleicht ist da unten ja trotzdem noch einer. Wie komme ich da hin? Natürlich ist da unten einer, da geht es noch zur Lava und wo Lava ist, gibt es immer rote Schlüssel. Das kennen wir doch inzwischen. Warum sieht er mich nicht? Der hat auch gar nicht mal so viel ausgehalten, aber trotzdem ist das nicht so leicht dann auszuweichen. Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Wieso sieht er mich auch gar nicht? Ich bin doch gar nicht cloaked. Ich bin so schön weit weg, er guckt in die andere Richtung, der Idiot. Ja, so kommt das hin. Auch wenn er halt noch lebt. Ja, er merkt damit, dass er hingucken sollte. Idiot. Na gut, er hat's gelernt. Dün, dün. 1500. Sonst noch was hier, was mich irgendwie interessieren könnte? Offenbar nicht. Oh, wer hätte damit gerechnet, dass da auf der gegenüberliegenden Seite genauso noch was ist. Ah ja. Nicht weiter beschützt, offenbar. Aber. Gut, holen wir uns das Ding und verschwinden hier. Nochmal kurz auftanken und dann ab in die rote Tür. Dann haben wir das Level endlich auch geschafft. Das hat lange gedauert diesmal wieder. Bestimmt über eine Stunde wieder. Anders als die letzten zwei Level, die ja so schön schnell gingen, halbe Stunde oder so. Dann komme ich hier raus. Raus hier. Raus, raus, raus. Raus, hier brauche ich nichts mehr. Nur die rote Tür ist ja, wie wir gesehen haben, ganz nah am Exit dran. Hier ist das Exit, da ist die rote Tür und da gehen wir jetzt erstmal tanken. Ja, genau da. Und hier. 19 Shields sollten doch reichen. Es hieß ja mal, die Reaktorverteidigung ist gestiegen, erhöht und verstärkt und sonst wie. Das war bei dem letzten Level total beschissen. Mit dem Rätsel. Mal gucken, ob das diesmal genauso kacke ist. Jetzt habe ich das selbst nicht rausgefunden, da musste ich nachgucken. Da musste ich mich informieren. Aber immerhin habe ich das geheime Secret gefunden, das war schon mal etwas, worauf ich stolz sein kann. So ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Oh, gefährlich. Was ist das denn jetzt? Ach so. Fusion. Ich würde doch mal gern die Fusion wieder benutzen. Total schlechte Gegend wieder dafür. Gut, dann machen wir es auf die konventionelle Art und Weise. Die ist auch viel effizienter. Wo, wo, wo? Wieso von hinten wieder? Das ist doch altbacken, der Trick. Wozu hat man Bomben, ne? Wozu? Wenn ich für so einen Dreck. Einer ist tot, ist da noch einer? Oh, da ist was ganz Böses sogar. Da komme ich auch nicht mehr weg. Zum Glück habe ich einen neuen Stand genommen, ich habe es nämlich geahnt. Das ist ja fies. Oh, hallo. Kommt ihr mal wieder? Aber ich meine, es ist ja offensichtlich, dass ich mich hier mit Bomben behelfen muss. Kann ich ja wieder zurückgehen und dann geht's auf? Nee, ich muss vorwärts.
kann auch nicht hier dann erstmal sicher sein. Ich muss nach rechts fliehen, dann klappt's vielleicht. Ich hätte wohl schneller wegfliegen können, sollen. So. Kann ich jetzt vielleicht speichern? Wäre das noch möglich? Das wäre nett. Ja, die Schwachen sind immerhin schon mal weg, aber die sind ja auch gefährlich. Aber der Rote, der kommt dann hier einfach angedüst. Oh fuck, von der anderen Seite kommt der Hulk auch. Wie fies ist das denn? Zum Glück habe ich eine Mega noch. Ist da noch jemand da? Irgendwas ist da noch, aber irgendwas Schwaches. So ein Plasmabohrer, glaube ich. Nö, gar nicht. Der kam von der anderen Seite scheinbar. Boah, 14. Wann hatte ich zum letzten Mal 14? Das ist schon ewig her. Speichern. Da bist du ja. Aber vor dir habe ich keine Angst. Überhaupt nicht. Du kannst nämlich nicht um die Ecke schießen wie so ein Homing. Er ist wieder abgehauen, der Schisse. Hab ich das gesagt? Moment, der kann mich doch eh nicht. Doch, kann er. Der kann halt so schnell nachladen, das ist unglaublich. Kann ich nie. Toll, wieder das Schiff beschädigt. Das teure Schiff. Es gibt so mega viele Punkte. 2000. Total overpowered. Der flieht lieber. Ich könnte ja einfach den Reaktor abschießen, ne? Mal gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt noch. Eigentlich nicht, aber ich könnte halt massig Punkte einsacken. Aber da das Level jetzt eh schon so lange läuft, scheiße ich drauf. Dich mache ich noch kaputt. Die Lilian vielleicht, weil die so schön viele Punkte geben, das ist auch ganz witzig. Oder naja, mal gucken, vielleicht mache ich doch alle. Oh nee, weil der mich schon sieht. Lieber nicht. Sonst hätte ich es gemacht. Aber wenn der gleich wieder anfängt zu schießen, das ist einfach scheiße. Der nervt dann die ganze Zeit. Treffe ich ihn? Ist halt immer die Frage. Reicht aus, oder? Perfekt. Gut, Abdampf, Abmarsch, raus hier. Ja, wo kommst du denn her, du Sack jetzt? Das ist doch nicht witzig. Es hört aber nicht auf. So wird das nichts. Ich guck mal kurz, ob der jetzt schon da ist. Dann habe ich ja ein bisschen bessere Möglichkeiten. Tatsache, gut. Wann kam der denn bitte schön, als ich den Reaktor hier, den Sektor ein bisschen betreten habe, scheinbar. Hätte ich auch mal eine Bombe platzieren können, aber wer kann denn mit sowas rechnen? Niemand. Oh, da sehe ich ihn. Zack. gut. Nochmal. Zack. Ich könnte die ganzen Raketen reinsacken, aber es sind nur noch 5 Level, also ich brauche die eh nicht mehr. Vielleicht gegen Endgegner, mal gucken. Falls es eingeht, ich hoffe es ja sehr. Level 22 hätte ich somit. Gleich geschafft. Und es folgt Level 23 und das 23. hat dann das letzte Secret, oder? War das erst das 24.? Muss ich gleich mal gucken. Habe ich mir notiert, damit ich es nicht verpasse. Und dann muss ich hier raus. Reicht das zum Tanken? Nee, eher nicht. Einfach raus. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und bam. Schnelle Sekunden. 101 Leben immerhin. Überall Bonus, alles geschafft. So ziemlich das ganze Level aufgedeckt. Fast alle Gegner besiegt. Und das war das sechstletzte Level. Oder siebtletzte? Egal. Nächstes Level. Direktive sonst wie wo. Und vom Hauptquartier wie immer. An Neptun Orbit. Eine Neptunmine ist noch übrig. Ach, das ist die letzte. Danach geht es wahrscheinlich zum Pluto, zum letzten. Jetzt nicht mehr Planet, aber damals noch. 1995. Säubern Sie die extrem unsichere Mine MN5877 auf Mond Neorite und fliegen Sie dann in den Standard mit D Orbit um Pluto. Okay, tatsächlich, danach geht's um Pluto und das ist scheinbar der letzte Planet. Aber ich denke mal, das Secret Level ist wieder so ein Asteroidengürtel, was nichts mit den eigentlichen Planeten zu tun hat. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Level 23, das war wieder mal falsch. Level 24, ah genau, und im 24. war das Secret, genau so war das. Habe ich eben scheiße erzählt gehabt. Auf jeden Fall, hier gibt es dann das Secret Exit wieder zu finden für das letzte Secret Level. So, und dann geht es dann hier beim nächsten Mal weiter. Mein Name ist Sam und ja, so fängt das dann an. Ciao, ciao.